Hallo und herzlich willkommen hier am Hockenheimring. Mein Name ist Jörg Söhner, ich bin Veranstalter des ADAC Drift Cup. In der ersten Saison ganz neu gestartet, hier im Hockenheimring nun zum ersten Lauf. Es wird gefahren in zwei Klassen, der Suite-Klasse und der Pro-Klasse. Heute am Sonntag mit den großen Finals, wo die Pro-Klasse auch in Twin Battle fährt, also immer zwei Mann gegeneinander. Spannung ist also garantiert, viel Qualm, hoffentlich nicht ganz so viel Lärm, aber viel Attraktivität für die Zuschauer. Wie geht's weiter? Wir sind an einigen Stationen unterwegs, in ganz Deutschland. Zu erwähnen wäre noch Ludwigshafen Anfang August, vor der Rheingalerie, ganz attraktive Strecke. Und dann natürlich das Finale wieder hier am Hockenheimring im Rahmen der ADAC GT Master. Dieser Film wird unterstützt durch... Herzlich willkommen bei Fudis in Ladenburg. Viel Spaß! So, hi. Ich bin der Moritz Gusenbauer, der Sohn von Werner Gusenbauer, hier Betreiber von der Driftschule am Hockenheimring. Ich bin dieses Jahr neu in der IDS, fahre hier mit einem CLK 63 MKB Power, hat einen 6,3 Liter Motor drin von AMG, der Sauger, leistet gute 550 PS ungefähr. Wir haben ein sequenzielles Getriebe drin, Fly-Off natürlich. Hinten eine Drechslersperre drin und natürlich KW-Fahrwerk. Lenkwinkel haben wir auch noch ein bisschen was gemacht und ja, das war es eigentlich so viel zum Auto. Also Driften habe ich eben, wie gesagt, bei meinem Vater gelernt. Es gibt aber auch noch die Driftschule.de. Beides hier am Hockenheimring. Wir sind eigentlich beide Partner von der IDS und ich denke, wenn man in den Driftsport einsteigen will, ist natürlich das hier der ideale Einstieg, um es zu versuchen, um es zu lernen, mal schauen, ob es für einen passt. Und ja, wer will, kann versuchen. Es macht auf jeden Fall Spaß. Also, wenn ihr Bock auf Driften habt, dann anmelden bei quersmehr.de oder drift-schule.de. Entweder mit dem eigenen Auto, wichtig ist nur, dass ein Hecktriebler ist, oder eben mit gestellten Fahrzeugen. Ja, hoff, ihr habt Bock drauf. Und es macht auf jeden Fall Spaß.